So, meine Lieben, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Ich habe es euch im Stream schon angekündigt. Wir werden mal einen kleinen Box-Vlog machen. Bin ja immer noch auf der Suche, sage ich mal. Jetzt werden sich wahrscheinlich hier 300 Kampfsportler, Profis melden und Leute, die 140 Kilo wiegen auf dieses Video. Gegen jemanden, der gegen mich kämpft, wo es auch sinnvoll ist. Ich habe das schon im Stream, glaube ich, erklärt. Es macht wenig Sinn, wenn ich jemand mit 6 Jahren Erfahrung und 140 Kilo kämpfe. Dann ist der Kampf relativ schnell vorbei und ich liege am Boden und die Leute haben Tickets bezahlt für nichts. Ich habe ja eigentlich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Ju, und das Video geht auch so ein bisschen gezielt an ihn, sich hier darauf nochmal meldet. Würde es eigentlich ganz schön finden. Wir haben ja dann noch das eine oder andere offen stehen. Ist ja auch, sag ich mal, auf einer freundschaftlichen Basis. Man kann sich auch auf freundschaftlicher Basis kämpfen. Das geht ganz gut. Ja, Mann, und das ist Jonas, mein Coach. Ich bin jetzt seit wie lange hier? Seit 2 Wochen? 2 Wochen, ja. 2 Wochen. Und ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall einer der besten Kämpfer jetzt in ganz Köln bin. Ja, oder? Das Potenzial ist safe da. Noch so 2, 3 Stunden, dann hast du es. Ich denke mal, da werde ich auch wahrscheinlich Weltmeister werden, oder? Ja, welche Weltmannschaft müssen wir mal gucken, aber. Ja. Es gibt ja verschiedene Boxen, ja, ne? Also, es gibt ja verschiedene. Ja, da werden wir einfach eine ausrichten, die ich halt klar gewinne. Genau. Ich habe gerade noch die Hand geschient, weil ich mir auf Band eine Sehnscheidenentzündung gezogen habe. Das heißt, ich habe auch nicht so viel Zeit, um so viel zu trainieren, wie ich eigentlich möchte in der Härte. Aber es wird und wir nehmen euch einfach heute ein bisschen mit und dann schauen wir mal, wo das hier hingeht. Ganz wichtig, ich freue mich auf jeden Fall auf alle Kommentare und vor allen Dingen auf die Reaktion von irgendwelchen Profikampfsportlern, die hier wieder reinschreiben. Ja, deine Beine sind nicht. Was macht denn der? Ich mache es seit 2 Wochen, also entspannt euch bitte, ja? Entspannt euch einfach bitte und gönnt mir einfach mal, dass ich bei irgendwas Spaß habe. Dankeschön. Ganz so cool in die Kamera boxen, so als Transition, so. Ja. Wow. Reicht doch jetzt aber. Ja, dann können wir so wie sonst auch immer Kaffee trinken, ein bisschen Videos angucken und sagen, ich könnte das besser. Ja. Viel Eiweiß auch, genau. Ja. Sebastian, das sind ja hier deine, ne? Die hast du wieder verdient. Ja, ist ganz krass. Wir haben halt hier schon die ersten Auszeichnungen, ne? Den Respekt. Das sind wir ja von deinem ersten Training, die hast du bekommen, ne? Genau. Von Sekt Plus gesponsert, ja, ne? Das war super. Ich bin ja auch Sekt Plus Athlet mittlerweile. Du trinkst sehr viel Eiweiß. Genau, auch. Richtig. Ja. Liebe ich, ja. Und MMA ist es hier unten, ne? Habe ich ja mittlerweile auch schon. Ja, wir haben ein bisschen mal ausgerutscht. 32 habe ich gemacht, oder? In 2 Wochen echt schon viel erreicht. Ah, nee, also wie gesagt, das ist alles hier so ein kleines Fun-Projekt, auch mal zu gucken, wie weit kann man in so 3 Monaten damit kommen. Ne? Also, weil man merkt schon in den ersten 2 Wochen, dass es krass ist. Man weiß eigentlich gar nicht, wie man sich bewegen zu hat beim Kampf. Ne? Also das ist das Ding. So, man guckt halt, wie weit man in 3 Monaten kommt. Und das finde ich halt das Coole bei diesem Projekt. Und das werden wir auch so ein bisschen videotechnisch begleiten. In der Theorie, Januar, Mitte Januar. Also man hat schon noch genug Zeit, sich auf den Kampf vorzubereiten gerade, oder? Wir machen einfach eine komplette Vorbereitung in der Komprimation. Das ist krass. Das ist einfach eine Vorbereitung, alles, was du machst, in 3 Jahren, in 3 Monaten. Würde jetzt aber ein Kollege sagen, ich habe jetzt noch Bock, könnte man jetzt noch einsteigen? Safe. Ja? Also, es geht rein theoretisch in 4, 5, 6 Wochen. Aber man muss es halt wirklich nur dann gucken, wie viel du durchziehen kannst und wie viel du auch bereit bist, von der gesamten Fülle wegzunehmen. Ich schwöre es euch. Das ist so anstrengend. Ist auch ganz weird. Das erste Mal, dass Leute jetzt von außerhalb mit dabei sind. Sieht's cool aus oder eher dumm? Sieht gut aus. Ich muss sagen, es sieht deutlich krasser aus als in den Stories oder so. Ja, ich möchte in dem Vlog einmal kurz einen Quiz einbauen. Okay. Wer bin ich? Boah, welcher YouTuber könntest du sein? Logan Paul ist es nicht. Du bist hässlicher, fetter, du bist Papa Platte. Der übrigens auch nicht kämpfen will. Ich check das nicht, Mann. Ihr seid doch alle. Guck mal, ihr wiegt alles gleich hier. Lass doch mal was machen, Mann. Ganz wichtig auch, also wir wissen ja noch gar nicht gegen wen und überhaupt wie. Also Sumatra zum Beispiel kämpft mit einem Helm. Wir haben 16, das sind glaube ich 14 Unzen hier, ne? Ja. 14 Unzen Handschuhe, ich glaube 16 Unzen ist vom Turnier aus so vorgeschrieben. Das steht auch alles jetzt noch in den Sternen. Also wie gesagt, wenn ich keinen passenden Gegner finde, muss ich auch ehrlich sagen, lasse ich es lieber gefühlt, bevor es halt irgendwie ein Scheißkampf wird. Ist ja eigentlich die richtige Herangehensweise, oder? Weil es bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt gegen jemanden kämpfen würde, der keine Übung hat und ich habe jetzt 3 Monate getryhardet und derjenige kann gar nichts. Oder mir steht halt jemand gegenüber, der mich halt komplett kaputt schlägt. Klar, es ist nice zu sehen, wie ich auf die Fresse bekomme. Keine Frage so, aber es ist halt für mich dann auch, weißt du, dann ist halt die Frage, mache ich damit überhaupt weiter, aber beim Event vor Ort sein werde ich sowieso. Jetzt, das mache ich. Yes! Super gut, genauso. Atmen dabei. Ja, gut, ja. Yes, das ist gut.
Yes! So, meine Liebsten, wir sind hier durch. Ju, du hast es gesehen, hoffe ich doch zumindest. Nimm das als freundliche Wettkampfherausforderung. Alle verlinken, oder? Alle Ju verlinken. Ja, wir müssen jetzt nicht auf den Sack gehen, ne? Ich denke mal, er wird schon mitbekommen. Würde mich sehr freuen. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Dann suche ich mir vielleicht wen anders. Und wenn es dann auch zu dem Kampf nicht klappt. Tobi, wir? Deckung ist offen, schlecht. Deine war auch so. Ja, ich weiß. Also in diesem Sinne, falls es mit Ju nicht klappt, schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, wer vielleicht sonst noch passend wäre. Und damit meine ich wirklich passende Leute. Und ich rede jetzt nicht von Kevin Wolter, Arnold Schwarzenegger oder Paul Unterleitner oder sonstigen Kampfsportmaschinen. Und nein, Fritz Meinecke ist auch nicht passend. Markus Rühl. Ron Bielecki. Ich glaube, Ron Bielecki, wenn der im Rage-Modus, bringt er mich um. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt unbedingt Jonas aus auf Instagram, Milk and Honey. Und da kommen auch die Tage ein paar Tutorials. Das heißt, wenn ihr euch generell für Kampfsport und sowas interessiert, schaut da unbedingt vorbei. Wir drehen nächste Woche, denke ich mal, so einen Dreh. Ein paar Tutorials, wo ihr auch ein bisschen was lernen könnt, Beinarbeit und sowas. Quasi das, was euch die ganzen Boxvereine für teuer Geld verkaufen, gibt's for free. Deshalb reinfolgen lohnt sich. Ich bin raus an der Stelle. Checkt die anderen Videos aus. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Oh, nigga.